Frau von Papen, erzählen Sie uns doch bitte mal vorab, wie ist denn eigentlich Ihr Vater Reichskanzler geworden? Wie hat sich das ergeben? Das war eine Überraschung. Er war ja Abgeordneter im Preußischen Landtag und machte viel Politik, war viel in Berlin und kannte auch den Herrn von Schleicher und war eben sehr tätig. Und wie der Hindenburg sich von Gröning trennen wollte, da hat der Schleicher jemand gesucht, der dann einspringen konnte. Ich glaube, im Hinterkopf hat er immer gedacht, er möchte es selber sein, aber er wollte noch so einen Übergang haben. Und da hat er meinen Vater gefragt, ob er das werden möchte. Und da fiel das allen Wolken, aber ist er nach Berlin gefahren und hat das alles mit ihm besprochen und ist zu Hindenburg gegangen. Und der Hindenburg wollte ihn wirklich gerne haben. Er kannte ihn vom Krieg her schon. Und dann hat er sich mit dem Zentrum besprochen, mit Kahrs. Und da hat der Kahrs gesagt: Nein, auf keinen Fall, das Zentrum steht nie hinter Ihnen. Der Nachfolger von Brüning ist ganz ausgeschlossen. Und da hat er gesagt: Ja, dann nehme ich es dann nicht an. Und dann kam er zum Hindenburg zurück und hat ihm gesagt: Es geht nicht, das Zentrum steht nicht hinter mir, ich habe also keine Mehrheit im Parlament. Und da hat der Hindenburg gesagt: Es ist mir ganz egal, ich will keine Parteileute, ich will mal ein Kabinett haben mit Fachmenschen und es muss einfach mal was passieren. Und da hat er noch sehr überlegt und hat gesagt: Es ist doch schwierig, wenn ich im Parlament keine Mehrheit habe, kann ich das eigentlich gar nicht machen. Er sagt: Doch, machen Sie es doch. Und ja, so nennt er den Namen beim Porte-Épée. Und da hat mein Vater nicht mehr widerstanden und hat gesagt: Ja gut, dann nehme ich es an. Und bevor er es noch dem Kahrs sagen konnte, dass es nur doch nehmen würde, hatte der es schon durch irgendeine Indiskretion gehört und war wutschnaubend. Er hat gesagt: Der hat mich wieder reingelegt und hat falsch gemacht. Ha, immer solche Pannen sind passiert, sehr oft. Und dann ist das eben geworden. Und dann hatte der Schleicher eben schon das ganze Kabinett eigentlich ein bisschen vorbereitet. Gute Leute, der Geil als Innenminister und der Braun als Landwirtschaftsminister und Gürten als, ja, als Fachleute, alles. Und dann hat er eben angefangen zu regieren. War denn der Schleicher so die treibende Kraft? Der war die treibende Kraft für diesen Umschwung da, ja. Er muss selber sehr gerne Reichskanzler geworden sein. Weil das haben wir nachher gemerkt, wie mein Vater dann ganz gute Erfolge hat nach einem halben Jahr. Da hat er gemeint, ja, wenn der noch im Winter übersteht, dann sitzt er so fest im Sattel, dann kann man nicht mehr rausbuxieren. Und da hat er eben angefangen, hinter ihm her zu intrigieren. Das war dann nach einem halben Jahr ungefähr nach Lausanne. Und dann, es ging auch schon ein bisschen besser, es kamen schon weniger Arbeitslose und die Arbeit fing besser an. Und bei Landwirtschaft hat man auch probiert, dass es nicht mehr so schlimm war, weil die hatten zu hohe Steuern, die hat man erstmal gestundet. Und die Arbeitslosen hat der Stalin besonders gemacht, so freiwilligen Arbeitsdienst. Und dann wurden die von der Straße genommen, viele Jugendliche, Arbeitslose. Und es wurde halt ein bisschen besser alles.